Hallo ihr Lieben, hier zu einem komplett neuen Gameplay auf Lavapo. Wie ihr sehen könnt, spielen wir die Sims 4. Und ja, ich war damals ein riesiger Sims 3 Fan, habe mir aber nicht die Sims 4 geholt, als diese rauskam. Und ich dachte mir, jetzt wird es endlich mal Zeit, mit euch die Sims 4 zu spielen. Und ich freue mich da schon sehr, sehr, sehr dolle drauf. Und wir starten hier im Hauptmenü aus folgendem Grund. Ich möchte euch nämlich mal ganz schnell zeigen, was wir aktuell hier an Erweiterungspacks, Gameplay-Packs oder Accessoire-Packs hier im Spiel haben. Und zwar haben wir von den Erweiterungspacks alle 4 Stück, die es momentan gibt. Und zwar ist das An die Arbeit, Zeit für Freunde, Großstadtleben und Hunde und Katzen darf natürlich auch nicht fehlen. An Gameplay-Packs haben wir Elternfreuden, Vampire, Gaumenfreuden und das Outdoor-Leben. Und Accessoire-Packs haben wir welche, aber nicht alle. Aber das ist nicht ganz so schlimm, ne? Da können wir ja immer noch dazu holen. Und zwar haben wir hier Waschtag-Accessoires, Kleinkind-Accessoires, Bowling-Abend, Vintage-Glamour-Accessoires und die Luxus-Party-Accessoires. Ja, also wir haben eine ganze Menge Content, den wir nutzen können. Und ich muss auch gestehen, dass ich ein absoluter Fan von Kostüm-Content bin, also jegliche Art von Download, sei Skins, Haare, Make-up, Kleidung und so weiter und so fort. Das war das erste, was ich hier in den Sims 4 probiert habe, in das Spiel zu laden. Und ja, ich gestehe, ich bin da ein kleiner Fan von. Ich versuche es nicht zu übertreiben, aber ich nutze es wirklich sehr gerne und möchte das auch für unsere Sims in den Let's Plays benutzen. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch so viel reden, wir beginnen gleich mal. Ich starte mal auf neues Spiel. Und ich habe schon mal ein, ich sag mal, Prototyp vorbereitet. Eine Simmen habe ich schon mal vorbereitet. Weil das ja ziemlich, ziemlich lange dauert, das Ganze anziehen. Ich habe zumindest schon mal, warte, wir platzieren mal und ersetzen mal den aktuellen Haushalt. Hier, also so soll sie jetzt nicht aussehen mit der Frisur und so. Aber ich habe sie schon mal so halbwegs vorbereitet. So ganz schnell mal wenigstens schon mal Kleidung ordentlich gemacht. Wir machen jetzt das Ganze mit Skins und Make-up und sowas hier im Spiel und Haare für jedes Alltagsoutfit, aber ich zeige euch das mal kurz, weil das würde viel zu lange dauern. Wir wollen ja auch nicht zu krass lange Folgen haben. Schließlich soll sie ja gleich noch ein Haus bekommen und deshalb müssen wir da mal schauen. So, das ist die Bella Lavapo. Okay, so habe ich sie genannt. Also Bella Lavapo, ne? Sie ist weiblich, ist eine junge Erwachsene. Wangini Mikosa. Und gucken wir mal ihre Bestreben an. Das soll sein Familie auf jeden Fall, ne? Und hier haben wir eine große, glückliche Familie möchte sie haben. Sie möchte häuslich sein und ihre Merkmale sind ordentlich, kreativ und familienbewusst. Und ey, wir können hier so, so viel machen. Ich möchte so viel ausprobieren. Vielleicht machen wir auch später mal einen Mod installieren, dass wir mehr als 8 Sims in einem Haushalt machen können. Also man braucht da ein bisschen Leistung für einen PC. Die habe ich ja Gott sei Dank. Deswegen können wir ganz viele Sachen machen. Und ja, das möchte ich installieren auf jeden Fall mal später mit euch ausprobieren. Und diese Simmen soll auf jeden Fall noch eine andere Simmen später im Haushalt dazu bekommen und da möchte ich mit euch ein Vampir machen. Und wir möchten ganz, ganz viele Familien gründen oder ganz viele Generationen spielen. So habe ich mir das gedacht. Na, ich finde das immer so interessant. Wir können ihr hier auch mal einen Random-Partner erstellen. Wirklich hier random zusammengeklickt. Also hier auf dieses Zufallsdingens immer. Und das wird dann ihr Partner für ihr nächstes Kind. Und wir können so viel machen. Aber ich freue mich drauf. Und ja, wenn ihr Ideen haben solltet, Vorschläge, Tipps, Tricks, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. Ich bin für alles da dankbar und wir legen jetzt mal los. Sonst dauert die Folge wieder viel zu lange. Sie soll ja schließlich nur einziehen. So, wir klauen ihr mal kurz ihre Frise, damit wir da ein bisschen besser sehen. Und ich zeige euch kurz die Outfits, die ich jetzt erstmal ausgewählt habe. Wir können ja jederzeit das noch ändern, ne? Das sieht schön lässig aus, sportlich, elegant. Das ist jetzt für das Alltagsoutfit habe ich mir das ausgesucht. Dann haben wir hier erstmal das Abendoutfit. Das müsste Abend sein. Ja, die Abendkleidung. Ein schönes Kleid, ne? Für den Anfang ist das okay. Dann haben wir hier die Sportkleidung für die Bella. Hier haben wir die Nachtkleidung. Ein bisschen sexy angehaucht. So, dann haben wir hier, das ist die Ausgehkleidung. Auch nochmal was Cooles. Ich finde, das ist lässig, sportlich.
Und hier haben wir die Badekleidung. So, dann gucken wir gleich mal, ob die Proportionen so bleiben, wenn sie hier ihren Bikini anhat. Ich denke mal, wir wollen sie auch nicht zu dünn machen. Na, ich denke mal, das ist okay. Aber wartet mal. Findet ihr, dass der Kopf und die Halsregion etwas... Vielleicht sollten wir den Hals ein Stück dicker machen, ne? Weil... Nee, wartet mal. Oh, kannst du nicht mal nach vorne gucken, Fräulein? Das gibt's ja gar nicht. Nee, doch wieder ein Stück zurück. Ah. So, obwohl das passt, oder? Ich finde, das passt. So, dann gehen wir mal wieder in die Alltagskleidung. Und ich denke mal, vom Körperbau ist okay, ne? Ich möchte sie nicht zu dünn haben. So, das ist, denke ich mal, super so. Dann gucken wir mal hier von der Seite. So, ihre Earlys sind auch okay. So. Und ich habe hier übrigens, das ist schon von so einem Mod. Ihr seht, ich habe hier viel mehr Vorauswahl, ob das Nasen sind, Münder oder sonst was. Das ist natürlich dennoch gut, wenn wir mal so Rentensims erstellen wollen, wenn hier ganz, ganz viele Auswahl sind. Seht ihr? Das lädt noch gar nicht so schnell. So viele Auswahl sind hier drin. Ich finde das gut. Aber ihre Nase können wir eigentlich auch so lassen. Sieht auch von der Seite ganz gut aus. So, eigentlich ist sie ja schon so fast fertig. So ein bisschen mehr Wange noch vielleicht. So. Ja. Wir können ja mal gucken, wie es aussieht, wenn wir ihr noch einen random Mund geben. Hier oben müssen wir das machen. Aber ich denke mal... Ah, das sieht auch süß aus. Wartet mal. Ich gehe nochmal zurück. Zweimal. Ach ja. Was verklicke ich mich denn jetzt hier die ganze Zeit? Okay, wir gucken nochmal einen anderen Mund. Das könnte auch gut aussehen. Aber die Oberlippen... Nee, komm, wir machen das lieber wieder zurück. Hier ist rückgängig. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Vielleicht hier noch so ein bisschen. Hier ist die Detailbearbeitung. Das habe ich gerade gesucht. Wir können ja noch ein Stück. So ein bisschen. Wartet, nee, das ist too much, oder? So. Und vielleicht nicht ganz so grinend. Wir gucken mal, wie das jetzt aussieht. Was meint er? Sieht das gut aus? Ja, oder? Lassen wir das mal so. Die Augen sind eigentlich auch okay. Wir können ja mal gucken, ob wir noch zufällig ein besseres Augenpaar finden. Hat auch was, oder? Ich mache nochmal zurück. Und die sahen jetzt so aus. Die gefallen mir eigentlich auch, die Augen. Wobei sie hier ein bisschen mehr Augenlid hat. Sieht da das? Hier hatte sie ein bisschen... Das ist natürlich, wenn wir ein bisschen Make-up drauf machen... dann meistens praktischer. Nee, das machen wir lieber zurück. Okay, ich würde mal sagen, mir gefällt sie eigentlich schon so ganz gut, wie ich sie erstellt hatte. Wir nehmen sie erstmal so. Unseren Vampir-Sim können wir ja von Null auf zusammen erstellen. Aber so ist das okay. Ach so, ihr Lieben, was ich noch sagen wollte, wir werden auch öfter mal, denke ich mal, den Abo hier mit ins Spiel holen. Ich weiß, es ist kein Multiplayer, aber ja, kann zusehen und mitgucken. Und wir werden vielleicht auch mal einen Livestream machen. Aber wann das sein wird... Das wissen wir noch nicht. Ne? Es wird auf jeden Fall mal sein und ich denke mal, das wird auch ziemlich cool werden. Das können wir auch mal machen. Irgendwas im Livestream erstellen oder einfach unsere Familie hier beobachten. So, gut, das lassen wir so. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt erstmal an den Skin ran. Und zwar, die Hautfarbe so ist okay. Und zwar, hier, ihr seht, ich habe hier verschiedene Skins. Wir müssen jetzt mal gucken, was gut aussieht und was passt. Und was ich mal nochmal anmerken möchte... Ich bin immer so, dass ich zuerst den Standard-Sim, dass der halbwegs gut aussieht, erstelle, bevor ich einen Skin drauflege. Das heißt, wenn ich den Skin jetzt drauflege, wir probieren mal irgendeinen aus, zum Beispiel den. Ihr seht, dann sieht das jetzt zum Beispiel so aus. Und wenn ich den jetzt wieder wegnehmen würde, sieht meine Simin wieder aus wie vorher. Aber würde ich jetzt zuerst den Skin drauf machen und wir würden das Gesicht jetzt an den Skin sozusagen anpassen und würden das dann wegnehmen, dann sieht das meistens dann komisch aus. Also der Standard-Sim sozusagen ist dann deformiert. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Nein, das gefällt mir nicht ganz so. Und mit den Hauttönen müssen wir auch aufpassen. Das sind ja die Skin-Hauttöne, die passen dann meistens mit dem Original nicht zusammen, ne? Nein, also der gefällt mir nicht. Dann schauen wir mal hier. Ah, das ist too much, oder? Ich würde sagen, für einen Vampir-Sim wäre das jetzt nicht so schlecht. Zum Beispiel dieser Ton hier, ne? Der ist ja hier relativ hell, aber der kann im Originalspiel sehr dunkel sein. Da muss man echt aufpassen.
Ja, es sieht gut aus, ne? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich zu viel für unsere Bella ist. So, dann gucken wir uns mal das an. Nee, das gefällt mir auch nicht. Hier oben, das ist, glaube ich, so ein Skin, der nahe den Basic Skins kommt. Da müssen wir mal schauen. Ja, der sieht gut aus. Der gefällt mir schon allerdings. Ist nicht zu viel. Und seht ihr das? Oh, das gefällt mir gerade richtig. Wir gucken mal an, wie das im Körper ist. Im Körper, am Körper natürlich. Indem wir ihr mal Badekleidung ganz. Sexy. Ich glaube, ich habe gerade die männliche Version dieses Skins ihr angelegt. Aber schaut mal bitte. Ja, das sieht gut aus, ne? Das muss sie unbedingt haben, diese schöne stichte Behaarung hier unten. Okay, gut. Gucken wir mal, ob es da auch die weibliche Version von gibt. Das wäre ja sonst jetzt ärgerlich. Hautdetails. So. Wieso? Ach, hier, schaut mal, hier ist männlich, die zwei Dinger. Und hier ist weiblich. Hier ist weiblich. Und hier ist, also das ist noch ein Stück neutraler. Und, oh, schaut mal, das finde ich ja richtig klasse. Schaut mal bitte euch das an. Das gefällt mir, oder? Das sieht gut aus. Und hier an dem Skin, glaube ich, können wir auch mit den Hautfarben, den ganz normalen Hautfarben arbeiten. Und ihr seht, hier kann ich die legen. Also sie hat jetzt im Standard wirklich auch den hellen Hautton und kann trotzdem den Skin tragen. Und deswegen ist das hier ein ganz toller Skin eigentlich. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Nehmen wir jetzt das oder nehmen wir jetzt das? Was nehmen wir denn da? Wir nehmen das. Ich glaube, das ist noch ein Stück detaillierter. Das gefällt mir also. Das ist mir zu gelbstichig. Das sieht auch nicht schlecht aus. Schaut mal hier. Entweder nehmen wir jetzt das ganz helle oder so. Ach nee, wir nehmen es jetzt so. Okay, cool. Da haben wir ja schon mal was. Dann suchen wir ihr mal noch. Nein, wir machen zuerst das Make-up für ihr Alltagsoutfit, wollte ich so. Das ist ihr Alltagsoutfit. Und da machen wir jetzt ihr Make-up. Und da nehme ich auch am liebsten Kostüm-Content. Das sieht zwar auch nicht so schlecht aus, aber ich finde manchmal, seht ihr das, also so rennt man ja nicht im Alltag rum, dass die Sachen hier, sie sind schön im Standard, ne, aber das sieht zum Beispiel gut aus. Also das wäre was, was man für einen Standard-Sim auch benutzen könnte. Aber ich möchte auf jeden Fall von den Sachen, die ich hier gedownloadet habe, was nehmen. Man muss auch ein bisschen aufpassen. Eure Sims tragen automatisch auch euren Kostüm-Content, ne? Also auch eure Sims aus der Stadt, mit denen ihr gar nicht spielt. Auf jeden Fall machen wir mal hier. Fangen wir mal an. Schaut mal, hier unten habe ich Augen. Oh, wow. Schaut mal bitte. Da nehmen wir mal. Oh, genial. Das sieht so realistisch dann aus, finde ich. Wollen wir ihr die Augen anlegen? Wartet, wir müssen überall die gleichen Farben dann wenigstens machen. Weil sonst passt es nicht so. Kommt, wir nehmen mal hier die oben links. So, dann gehen wir an das Augen-Make-up und zwar an den Lidschatten. Für das Alltags. Oh, das gefällt mir. Cool. Wartet mal, das ist schön. Das gefällt mir schon, ne? Oder hier lieber? Ein bisschen weniger. Nee, ich möchte sowas haben. Ich möchte lieber sowas haben. Mach mal so einen bräunlichen Ton. Ich denke mal, das passt auch hier zu ihrem Outfit ganz gut. Dann schauen wir mal beim Eyeliner ihr ein paar Wimpern anlegen. Ach, schön. Und Wangenrouge können wir ja auch geben, ne? Das ist zu doll. Ach so, das geht nicht weniger hier. Das ist nämlich auch das Gute an dem Skin. Ihr seht, da funktioniert das Rouge auch noch richtig gut. Aber ich glaube, das lassen wir mal weg. Sie hat ja auf den Skin hier so einen leichten Rouge. Das ist auch schön. Und dann schauen wir mal die Lippen an. Da habe ich auch ein bisschen was gedownloadet. Oh, schaut mal, das sieht natürlich auch richtig gut aus. Ne? Wollen wir ihr sowas geben? Oder ist das eher für abends was? Es unterscheidet sich natürlich durch diese Lücke hier. Und wir würden ihr jetzt zum Beispiel ein Alltagsoutfit, das unterscheidet sich das natürlich. Aber es sieht ja klasse aus, ne? Wir haben hier so viele Möglichkeiten. Aber schaut mal, so neutral, das ist echt cool irgendwie. Ich würde das fast gerne nehmen. Ah nee, das ist zu viel. So, das ist auch viel zu viel. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Von den Standardlippen würde das immer so jetzt aussehen.
Ja, das sieht eigentlich hier auch gar nicht so schlecht aus hier von den Standardlippenstiften. Sowas hier hat auch was. Aber ich habe mich jetzt gerade hier für das Alltagsoutfit, wo es ist jetzt hin, in diesen Lippenstift verliebt. Machen wir nicht ganz so krass, ne? Entweder so rosé oder... Ich würde das fast natürlich lassen für den Alltag. Machen wir es mal so. Dann geben wir ihr mal noch eine Frisur. Und da hatte ich auch schon einen Sinn. Schaut mal hier. Ach nee, sie soll auf jeden Fall dunkelhaarig werden. Machen wir hier schwarze Haare. Ah doch, schaut mal, das sieht echt gut aus, oder? Wie gefällt euch das denn? Oder wir geben ihr so eine Haarfarbe. So eine schöne Langhaarfrisur. Ja, oder? Wir nehmen die Frisur. Gut, dann schauen wir in die Abendkleidung rein. Da müssen wir natürlich gleich als allererstes hier die Augen vergeben. Und da hatten wir die hier vorne. So, Abendkleidung. Da können wir so ein bisschen mehr in den Smoky Eyes Farbton gehen. Also ein bisschen... nee, das ist zu dunkel, oder? Das ist zu dunkel. Ah. Aber hier schaut mal so. So ein bisschen lila passt zu der Kleidfarbe auf jeden Fall. Ach ja, hier, jetzt ist, glaube ich, schon so viel Zeit vergangen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, damit wir noch in ein Haus einziehen können. Hier könnte man... Ach, nee, oder? Ich finde das ein bisschen zu dolle. Sie soll ja denn auch nicht aussehen wie ein Klon. Nee, ich glaube, den Rouge lassen wir hier auf den Skin ganz weg. Und für abends nehme ich jetzt mal... Wir schauen mal an, wie das mit dem dunkleren... Schaut mal, das sieht doch gut aus, oder? Wir nehmen jetzt mal so einen schönen glossy Lippenstift. Und dann machen wir mal noch eine Frisur. Und zwar eine Hochsteckfrisur wäre schön. Und dunkles Haar braucht sie. Ja, schaut mal, das sieht gut aus, oder? Wollen wir sie so lassen? Ja, auf jeden Fall. So, dann Sportfrisur und Make-up. Auf jeden Fall braucht sie die Augen. Aber zum Sport und zum Baden und zum Schlafen muss sie nicht so krass angemalt sein, finde ich. Wir werden auf jeden Fall ihr Wimpern geben. Das kriegt sie. Lippen würde ich neutral gerne lassen als Sportfrisur. Und Augen-Make-up. Vielleicht sowas ganz Leichtes zum Sport. Guck mal, das ist mega, mega leicht hier. Ah ne, das ist schon doller. So ein bisschen ein Hauch von... Oh, schaut mal, das sieht gut aus. So ganz wenig nur. Und dann machen wir ihr noch eine Sportfrisur. Obwohl wir da auch diese Hochsteckfrisur nehmen könnten. Diese hier. Die passt eigentlich auch zum Sport. Und zum... zur Badekleidung passt die. Ach ja, dann machen wir die da auch mal hin. So. Und auch hier nur ganz leichtes Make-up. Weil zum Schwimmen gehen muss man nicht voll angekleistert sein, finde ich. Aber die Wimpern, die sollten überall mit dran, ne? Machen wir hier auch ein ganz leichtes. Das hat mir eigentlich eben gefallen. Hier schaut mal so in dem Lachston so ein bisschen. Ja, das reicht schon für die Badekleidung aus. Und für die Ankleidung könnten wir eigentlich auch sowas nehmen. Wir könnten ihr hier auch sowas mit so einem Band machen. Das würde dann so aussehen. Aber das unterscheidet sich natürlich komplett von der detaillierten Frisur dann, ne? Oder ist das nicht so schlimm? Eigentlich ist das ja nicht so schlimm. Ach komm, wir geben ihr die einfach auch zum Abend. Beziehungsweise zum Schlafen. So, und dann bekommt sie auch keinen Lippenstift drauf. Braucht sie auch nicht für die Nacht. Ah. Ihre Wimpern bekommt sie. Und auf die Augen... An Lidschatten machen wir auf die Nachtbekleidung gar nichts, weil man schläft eigentlich nicht geschminkt. Gut, das ist zwar geschminkt, die Wimpern, aber sonst hat sie jetzt gar keine Wimpern. Seht ihr das? Nee, sonst hat sie nur dieses, das mag ich nicht so, wenn das so, ihr wisst, was ich meine, so schwarz gestrichelt einfach nur aussieht. Wir machen es so. So, okay. Was haben wir denn alles? Sport hatten wir jetzt, das hatten wir. Dann fehlt uns nur noch die Ausgehkleidung. Und da kriegt sie auf jeden Fall eine andere Frisur. Und zwar nehmen wir da... Ich hatte da auch schon eine so in Gedanken. Schauen wir mal. Diese finde ich hier richtig gut. Oh, wartet mal bitte. Die gefällt mir eigentlich richtig gut. Wie sieht das von der Seite aus? Ja, ist okay.
Wisst ihr, ich glaube. Zeig mal bitte dich von vorne. Nein, was machst du? Ich glaube, dass ich die Frisur hier auch haben möchte. Ich glaube, ich mache die Frisur hier auch. Oh ja, die mache ich hier. Schaut mal, das gefällt mir sehr. Und in der Ausgekleidung machen wir dann folgende Frisur. Die sieht auch nicht so schlecht aus, oder? Schaut mal hier. Oder wir machen zur Ausgekleidung diese Frisur wieder. Die Haarlängen müssen ja wenigstens annähernd ein bisschen zusammenpassen, na? Das geht hier noch. Die ist zwar ein Stück länger jetzt als die Alltagsfrisur, aber das kann ja ein bisschen hochtopiert sein. Seht ihr das? Sie hat ja hier auch so ein hochgemacht. Also kann das am Ende wieder die gleiche Länge sein. So, wo war jetzt die Ausgekleidung? Hier. Dann nehmen wir das für die Ausgekleidung, würde ich sagen, weil die Frisur finde ich auch sehr schön. Und da kommt auf jeden Fall wieder Make-up drauf. Aha. So, dann machen wir auf jeden Fall ihre Wimpern wieder dran. Und Wangen lassen wir hier auch weg, weil das finde ich sehr, sehr schön vom Skinton. Und dann machen wir ihre Augen. Oder wir nehmen. Schaut mal, das sieht auch gut aus. Oder das hier ein bisschen dunkler. Nehmen wir das hier. Nee, schaut mal, das war hier auch schön. Gibt es da noch andere Farben? Das sieht gut aus, oder? Das passt ja auch zu diesen Blau-Grautönen. Wobei, mal ein bisschen vom Weiten. Nee, so ganz gefällt mir das doch nicht. Ich tendiere ja wieder zu diesen anderen Lidschatten. Schaut mal, das sieht gut aus. Oh, das gefällt mir. Das sieht richtig gut aus. Und da so ein. Da ist mehr so unten geschminkt. Seht ihr das? Oder hier einfach so? Schauen wir mal, was wir da nehmen. So rötlich? Nee, das machen wir nicht. So, schaut mal, das gefällt mir. Doch, das gefällt mir irgendwie. Das können wir so nehmen, ne? Ja, Bella. Wie gesagt, es ist unsere erste Simmin. Wir können noch so viele erstellen. Wir können so viele Ränder machen. Wir werden auch bestimmt ganz, ganz, ganz viele Kinder in den Let's Play-Folgen haben. Mit denen könnte man auch weiterspielen später, ne? Ich bin echt gespannt, was wir hier draus machen, weil wir erzählen uns hier sozusagen die Geschichte unserer Sims. Und das kann sich jederzeit ändern, da kann jederzeit das anders sein. So, ihr Lieben, aber das ist es, ne? Schaut mal. Das ist jetzt ihr Aussehen. Ich würde sagen, das bleibt erstmal so. Ich würde gerne ein Foto schnell machen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was das für eine Taste war. Ich glaube C. Ich mache mal ein Screenshot. Okay, gut. Das klicken wir mal wieder weg. So, dann gehen wir mal wieder raus aus der Detailbearbeitung. Okay, super. Wir lassen sie so. Also Bella Lavapo, so soll sie heißen. Und ich denke mal, wir sind fertig. Und drücken mal auf Spielen. Ja. Sehr schön. Warte mal, kannst du auch anders gucken? Ach, ja je. Okay, wir lassen das so. Ach nein, ich will das wie vorher haben. Och, Menno. Okay, schlimmer geht's immer. So. So machen wir das jetzt. Und jetzt suchen wir mal ein Plätzchen für sie, wo sie wohnen kann. Da müssen wir mal schauen. 20.000 Simoleons hat sie am Budget. Wir haben hier so viele Welten, das ist so toll. Mal gucken. Ich habe ja da auch schon so. Ich will mal euch zeigen. Also Willow Creek haben wir. Oasis Springs mag ich jetzt nicht sonderlich, weil da alles so wüstig ist. Ne? Das ist zwar ein paar schöne Grundstücke sind bei, aber das mag ich nicht ganz so. Ach so, und ich liebe große Grundstücke. Wir werden auf jeden Fall uns jetzt erstmal was Kleines holen, was in das Budget passt und dann später ein Haus bauen. Mal selber versuchen und ich möchte, dass sie dann später Tierärztin wird. Oh, da freue ich mich schon drauf. Das heißt, wir müssen auch unbedingt eine Tierklinik bauen. Mal schauen. Also für die habe ich schon so einiges so im Kopf, was ich machen möchte. Hier ist auch schön, aber später möchte ich hier mit euch hinziehen. Also das soll unsere Let's Play-Wohnwelt auf jeden Fall werden. Ihr seht alles leere Grundstücke, aber das ist nicht ganz so schlimm. Und ich möchte später hier am besten unser Wohnhaus haben für unsere Sims. Schön groß. Ist leider kein 64x64. Das gibt es hier leider nicht, ne? Sonst, oder, aber ich denke mal, das wird es dann hier später sein. Und hier können dann unsere
ganzen Arbeitssachen wie die Tierklinik. Wir können ein Restaurant machen, wir können so viel machen. Da habe ich gedacht, diese Ecke ist perfekt dafür. Und hier können wir später andere Familien einziehen lassen oder die Kinder oder dafür Häuser bauen. Oder vielleicht mache ich auch, wenn ihr sagt, oh, kann ich mein Sim mit in deiner Stadt leben? Dann könnt ihr mir eure Kreationen geben oder den Download-Link dazu und ich kann die hier reinsetzen. Das müssen wir mal gucken. Also da sage ich euch dann Bescheid. Und wenn ihr Lust habt und das wollt, könnt ihr eure Sims hier vielleicht auch einziehen lassen. Das müssen wir aber gucken. Wir haben so viel vor. Magnolia Promenade. Da gucken wir mal, wie es hier ist. Oh nein, das ist mir zu klein. Also hier bringt das, glaube ich, nichts. Das ist hier, glaube ich, das aus Hunde und Katzen. Auch ganz schön, ne? Hier ist sogar auch ein größeres Grundstück. Aber wir brauchen für den Anfang, denke ich mal, auf jeden Fall was, wo schon ein Haus mit enthalten ist. Forgotten Hollow ist vampirisch. Ich glaube, das ist auch noch nichts für unsere Bella. Obwohl ja eine Vampirin bei ihr einziehen soll, dann später noch. Und hier, nee, eine Stadt auch erstmal nicht. Also gucken wir Windenburg und das ist ja auch ein ganz toller Ort hier. Schaut mal, hier ist was Städtisches, hier ist ländlich. Aber schaut mal, ich sehe gerade, dass hier, ist das ein Grundstück? Ja, das ist auf jeden Fall ein Grundstück hier, aber das können wir natürlich nicht nehmen. Viel zu teuer. Das sieht aus wie ein 64er Grundstück. Auf jeden Fall, das ist ein 64er Grundstück. Auch auf jeden Fall. Hier könnte man das natürlich auch machen mit den Grundstücken. Unser Hauptgrundstück und hier die Arbeitsgrundstücke. Aber ich fand, bei der anderen Welt war das perfekt nebeneinander. Wir schauen mal. Wir haben hier was in der Stadt. 13.570. Ein Schlafzimmer, ein Badezimmer. Das ist mir zu klein. Ein bisschen größer sollte schon sein, dass wir uns für den Anfang ein bisschen auch noch andere Sachen mit aufs Grundstück stellen können und machen können. Mal schauen, was haben wir hier? Rustikale Residenz, 30 mal 20. Zwei Betten, also zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Das klingt doch schon mal nicht schlecht, oder? Wie viel kostet das? 16.915. Dann haben wir knapp noch 3.000. Das ist nicht ganz so schlecht, oder? Bestätigen. Und wie groß warst du hier? Auch 3x20. Das ist preiswert, aber das hat von vornherein schon mehr Zimmer. Kommt, wir nehmen das, ihr Lieben. Das sieht gut aus und wir wollen es möbliert haben. Und wir lassen die Bella jetzt mal da einziehen. Oh, cool. Und wir wollen so viel machen. Das ist dein neues Zuhause, Bella. Cool, schaut mal. Oh, das sieht ja hier süß aus. Das ist ja niedlich hier. Guckt mal bitte. Oh, was ist denn da hinten los? Da war eine Sprechblase, habt ihr gesehen? Da ist bestimmt jemand lang gelaufen. Oh, da sind mehrere Sprechblasen. Kann man bis da hinten hin gucken? Wie komme ich denn da jetzt hin? Na, warte, Bella bleibt mal da kurz stehen. Ich muss unbedingt gucken. Ey, guckt mal, Tatsache, man sieht das von hier hinten, dass hier welche langlaufen. Wie genial ist denn das bitte? Das ist ja cool. Na, das ist gut, ne? Wir gehen aber mal zu unserer Bella zurück. So. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung wieder gewöhnen. Ich habe auf jeden Fall hier die Sims 3 Steuerung eingestellt, ne? Wir schauen mal. Bella gleich ans Handy, ne? Die Handysucht heutzutage. So, wir gucken mal, was wir hier haben. Wir haben hier ein Schlafzimmer. Oh Mann, ist das klein alles. Wir haben hier ein Badezimmer. Wir haben hier noch ein Schlafzimmer. Hier der Flur. Dann haben wir hier ein Wohnzimmer und eine ganz kleine Küche. Und wie groß ist das Grundstück jetzt insgesamt? Okay, also wir können hier für den Anfang schon was dran bauen. Aber ihr Lieben, mir gefällt das hier noch nicht ganz so. Wie denke ich mir das? Ich würde gerne, dass die Bella erstmal für den Anfang selbstständig was macht. Das heißt, wir möchten auf jeden Fall keinen Beruf suchen. Ja, nein, sie ist ja indirekt nicht arbeitslos. Sie ist indirekt nicht arbeitslos. Nein, ich möchte, dass sie einfach kreativ wird. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe damals immer in Sims 3 meine Sims malen lassen an der Leinwand und da konnte man richtig gut Geld machen. Die anderen Sims, die wir spielen, die können ja den richtigen Beruf haben und auch richtig hoch die Karriereleiter klettern. Aber für diese und für die nächste Simin, die sollen mehr so selbstständig sein und damit gut Kohle machen, so habe ich mir das gedacht. Deshalb, wir brauchen ja erstmal das Schlafzimmer nicht, ne? Ich würde mal sagen, wir machen das mal hier verkaufen.
und holen auf jeden Fall eine Leinwand. Wir schauen mal, ob wir das jetzt finden. Heißt das Leinwand? Und kreativ, ja genau, hier haben wir. Ah, schaut mal, hier gibt es noch andere Leinwände, die man allerdings erst im Berufszweig Meister des Realen der Malereikarriere freischalten kann. Muss man vielleicht dann doch mal später machen. So, wo stellen wir die mal hin, dass sie mal hier eine Leinwand hat auf jeden Fall. Damit können wir dann unsere ersten Simoleons verdienen. Und was hier fehlt, ist ein Fernseher. Ich werde das mal ein bisschen umstellen. So, Fern... Nein, wo tippe ich denn jetzt bitte? Nein, was machst du? Okay, wir schauen mal hier. Die Folge geht, glaube ich, schon wieder viel zu lange. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, wenn ihr bis hierher geguckt habt. Dann könnt ihr ja mal Hashtag Fernseher reinschreiben. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, ich bin mir mal unsicher so mit Folgen. Also ich muss erstmal hier so einen ganz minimalistischen TV kriegen. Ich bin mir mal unsicher mit den Folgenlängen. Wie mögt ihr das denn gerne? Reichen 20 Minuten Folgen oder mögt ihr auch längere Folgen? Aber ich denke mal, da es die erste Folge ist, ist es nicht ganz so schlimm, ne? Also ich würde mich freuen, wenn ihr das so lange hier schaut. Aber die erste Folge, guckt mal, da muss man ja den Sim erstellen. Da muss man euch ja das zeigen. Und das passt. Und Bella geht gleich ins Bad, um was zu trinken. Dafür hast du eigentlich eine Küche. Ja, liebe Bella, gut. Dann... Oh, das ist ein bisschen dunkel hier, ne? Hier müssen auf jeden Fall noch mehr Lichter rein. Ist ein bisschen karg, aber man muss sich das Ganze ja verdienen. Und ich bin echt so gespannt, was wir mit dir vorhaben. Kommen hier mal ein paar Leute vorbei. Manchmal ist das ja so, wenn die Sims neu in ein Haus einziehen, dass denn die Besuch kriegen. Aber hier ist weit und breit keiner. Weit und breit ist hier keiner, aber es ist echt schön. Schaut mal bitte. Richtig in einem so ein kleinen Stückchen waldigen Gebiet und hier gleich ein See da nebenan. Oh, schaut mal, da kommen jetzt allerdings doch Leute. Die sieht aber auch cool aus, ne? Ach so, und ich hatte euch ja vorhin gezeigt, bei Erstelle einen Sim, dass ich so viel mehr Auswahlen habe. Von Nasen, Mündern und. Da gibt es ja, glaube ich, immer nur so 10 Stück, wenn überhaupt. Und da sind ja ganz viele. Und dadurch sehen natürlich auch die Sims in den Städten viel individueller aus, ne? Weil die greifen auch darauf zu, die hier so random erstellt werden, sozusagen. So, da hast du gleich mal deinen 500 Simoleon teuren Fernseher eingeweiht. Scheint dir ja zu gefallen. Okay, und wir können hier so viel machen. Wir können auch Kinder adoptieren, wir können... Tiere adoptieren. Also ein Tier kriegt sie auf jeden Fall auch, aber ich denke mal, da müssen wir erst ein bisschen mehr Geld machen. Magst du mal schnell noch was malen? Wollen wir mal schnell noch was malen? Irgendwas hier, ein Landschaftsgemälde? Ach ja, das kostet ja immer Geld vorher, ne? Die Materialkosten. So, und ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen außerhalb des Let's Plays ein bisschen was malen oder Fähigkeiten machen, weil das schafft man ja innerhalb eines Let's Plays alles nicht, ne? Ich muss bloß mal gucken, wie das mit dem Altern dann ist. Wartet mal, ich sehe hier gerade Begrüßungskomitee. Oh Leute, schaut mal, es ist wer vorbeigekommen. Bella, geh mal bitte die Nachbarn hereinbitten. Oh nein, jetzt hören wir auf zu malen. Na toll. Cool, wer seid ihr denn alle? Guck mal, ein potenzieller Papa. Da hätten wir schon einen Mann. Genial. 4 Leute kommen gleich. Oh, das müssen wir jetzt noch schnell machen, ne? Das müssen wir noch schnell machen. Das ist ja genial. Cool. Hallo, guten Tag. So, na dann. Mal Nachbarn begrüßen. Begrüßt sie gleich alle oder nur den? So, so. Das ist ja genial. Wollen wir mal Tag verschönern. Doba Harfin. Nein, ist natürlich ein kleines Haus, ne? Viel Platz ist hier nicht. Aber die hat sich gleich mal was zu essen mitgebracht. Na toll. Ich kann euch auch was kochen. Aber die unterhalten sich alle schön. Das ist natürlich niedlich. Ja, sie unterhält sich anscheinend gerade mit mehreren Leuten. Oh nein. Hat er eine Beziehung? So, so. Wie heißt denn das? Das ist der Gunther. Oh. Gunther Munsch, junger Erwachsener. Passen würde das, ne? Bella, lern den mal noch kennen kurz. Gerne Blasch. Cool.
So, so. Lern mal den Gunther noch kennen. Kreativ. Oh, der ist auch kreativ, ey. Der passt ja perfekt zu uns. Ne? Für kommen danken schon mal. Quaber, Farsakon. Ah. Starboy. Ja, sie redet jetzt gerade mit jedem, aber nicht mit dem Gunther. Ach doch, sie redet doch mittendrin mit dem Gunther. Das ist natürlich cool. Ich glaube, die Stimmen sind noch ein bisschen zu laut. Die müssen wir uns dann mal noch ein Stück leiser stellen. So, ihr Lieben, ich würde mal sagen, für die erste Folge war es das. Wir werden in der zweiten Folge sehen, wie das Begrüßungskomitee hier noch weiter abläuft. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin. Tschüssi.